Atoma ist ein kunststoffverarbeitender Betrieb, gegründet 1978 mit jetzt 98 Mitarbeitern, die im Prinzip hier am Standort Wangen eigentlich die ganze Produktion erledigen. Ja, mit eines der wichtigsten Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Produkt sind natürlich gute Mitarbeiter und ohne die geht es nicht. Mit allen Bereichen, ob jetzt im Bereich Konstruktion, Entwicklung bis hin direkt an der Maschine, die Leute, die für die Qualität einfach verantwortlich sind. Wir haben die Aufgabe gelöst, aus 16 Einzelteilen nur 3 zu machen und diese 3 Teile haben wir so zusammen konstruiert, dass es als ein Teil aus der Maschine herausfällt. Die dazu notwendige Werkzeugtechnik gab es noch nicht in dem Maße, zumal zwischen 2 Bauteilen ein genau definierter Abstand sein musste. Wir haben uns beworben aufgrund der Komplexität des Produktes. Also wir haben im Prinzip verschiedene Teile ersetzt durch ein einziges Verfahren und wir können im Prinzip mit einem einzigen Verfahren einen Teil fertigen, das vorher aus vielen, vielen Einzelschritten zusammengesetzt wurde. Also die Maschine, die wir gesehen haben, ist eine 3-Komponenten-Spritzgießmaschine, die nicht ganz alltäglich ist. Normalerweise sind 1K-Maschinen bekannt, im weitesten Sinne auch noch 2-Komponenten-Maschinen. Hier stehen wir vor einer 3-Komponenten-Maschine in sogenannter L-Bauweise. Da steckt eine ganze Menge Gehirnschmalz drin und da sind wir auch stolz drauf. Wichtig ist die Erhaltung des Standortes. Dann der nächste Punkt, wichtig wäre noch, dass wir weiterhin kreativ sein können, weitere Erfindungen in dieser Richtung, wie wir es jetzt gemacht haben, tun können, dass wir neue Produkte entwickeln können, die am Markt ankommen und damit einfach auch die Firma sichern.